In meinem letzten Projekt habe ich einen alten, schönen PC von einem bekannten General überholt. Dabei ist mir aufgefallen, was ein schöner, selbst zusammengestellter Rechner das einmal war. Hochwertige Komponenten wurden ausgewählt und verbaut und über viele Jahre wurde der Computer genutzt und geschätzt. Mit der Grafikkarte konnte man lange Freude auch an den neueren Spielen haben. Der RAM kann sich auch heute noch sehen lassen, der Prozessor ist High-End für seine Zeit, sogar eine Markenfestplatte ist noch dabei. Und alles funktioniert auch heute noch sehr gut. Trotzdem will für diesen PC heutzutage fast niemand mehr als 100 Euro bezahlen. Wie viel war er früher einmal wert? Wieso hat der PC so viel an Wert verloren? Ein neues Billig-Notebook für 200 Euro kann heute oft weniger und wird dennoch bevorzugt? In diesem Video will ich diesen Fragen nachgehen und eine Formel erstellen, mit der man den Wert seiner Hardware errechnen kann, egal aus welchem Jahr sie ist. Diesen PC habe ich erhalten mit der Information, dass er nicht mehr gebraucht wird. Von den Schnittstellen und dem Design des Gehäuses ausgehend vermute ich, dass er gegen 2010 gebaut wurde. Ein Blick hinein legt offen, dass hier hochwertige Komponenten verbaut wurden, die heutzutage etwas in die Jahre gekommen sind. Wenn man im BIOS nachschaut, bestätigt sich der erste Eindruck, das Motherboard ist aus dem Jahr 2010. Wenn man nach den anderen Bestandteilen im Internet sucht, sieht man, dass alles um dieses Jahr herum als gute Ausstattung galt, zum Beispiel der Prozessor, ein i5 der ersten Generation, oder die Grafikkarte, eine Radeon HD 5770. Ich reinige den Computer gründlich, lösche die HDD-Festplatte und überschreibe sie vollständig. Baue eine kleine SSD ein und installiere neue Betriebssysteme. Hier Windows 10 und PopOS im Dual Boot. So sollte man den PC gut wieder unter die Leute bringen und ihm ein zweites Leben ermöglichen können. Aber wie viel kann ich dafür verlangen, wenn ich ihn bei eBay verkaufen will? Wenn ich vergleichbare PCs suche, dann wollen die Leute zwischen 80 und 150 Euro dafür. Wenn ich nach den einzelnen Komponenten suche und alles zusammenrechne, wird es mehr. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Preise der wichtigsten Teile recherchiert, wie viel sie bei Anschaffung ungefähr gekostet haben und wie viel sie nun circa wert sind. Das Netzteil von BeQuiet hat eine 80-Plus-Zertifizierung und 700 Watt Leistung. Man findet es neu für ungefähr 90 Euro und gebraucht für ca. 40 Euro. Das MSI H55M-E33 ist ein Allround-Motherboard mit hohem Aufrüstpotenzial. Es wird heute für ca. 60 bis 70 Euro in gebrauchtem Zustand gehandelt. Der Neupreis lag 2009 bis 2010 mal bei ungefähr 250 Euro. In dem Rechner steckt ein i5 750, einer der ersten seiner Art. Der i5 leistet immer noch gute Dienste und hat die passende Architektur für alle gegenwärtigen Anwendungen. Neu hat er mal ca. 200 Euro gekostet, jetzt kann man ihn für knapp 20 Euro bekommen. Die 8 GB DDR3 RAM von Geil sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch schön schnell getaktet. Sie haben 210 vermutlich um die 100 Euro gekostet und selbst jetzt haben sie noch einen stolzen Preis von durchschnittlich 35 Euro. Grafikkarten vor 2015 sind schlecht gealtert. Wegen der DirectX-Unterstützung und Treiber-Updates sind sie schneller unbrauchbar als andere Bestandteile des Computers, zumal es für Gamer ja auch wichtig ist, eine gute Grafikkarte zu haben, wenn man die neuesten Spiele genießen will. Die AMD Radeon HD 5770 war mal richtig gut. Neu hat sie sicherlich 150 Euro gekostet. 12 Jahre später kann man sie für 15 bis 20 Euro in den Kleinanzeigen finden. Die Festplatte von Hitachi
mit 1 Terabyte Speicherplatz hat man 2010 für ca. 60 bis 70 Euro erhalten. Jetzt kann man solche HDDs, die ja von SSDs zunehmend verdrängt werden, für 10 bis 15 Euro haben. DVD-Laufwerke werden mittlerweile ja nicht mehr standardmäßig in Computern verbaut, weil man sie kaum noch braucht. USB-Sticks und Online-Verfügbarkeit von Daten haben die alten optischen Datenträger obsolet werden lassen. Daher sind DVD-Laufwerke oft nicht mehr als 5 Euro wert und werden auch oft verschenkt oder verschrottet. Was sie mal wert waren, sicherlich 60 bis 80 Euro. Das schwarze Standardgehäuse sieht schick aus und erfüllt seinen Zweck. Es wird auch ca. 50 Euro gekostet haben. Was mache ich nun mit diesem Wissen? Wenn ich die Kaufpreise zusammenrechne, dann ergibt sich für diesen PC aus dem Jahr 2010 ein Gesamtpreis von ungefähr 970 Euro. Er wurde selbst zusammengestellt, aber in einem Service zusammengebaut. Auch wenn die einzelnen Bestandteile insgesamt einen errechneten Wert von 195 Euro haben, kann man heute froh sein, wenn man dafür 100 Euro bekommt auf eBay. Das bedeutet, er hat nach knapp 12 Jahren ca. 90% seines Wertes verloren. 100 Euro gegen 900 Euro. Man könnte auch sagen, dass so ein Computer im Jahr ca. 100 Euro an Wert verliert. Diese grobe Berechnung passt zu meiner Schätzung, die ich in der Preisentwicklung zahlreicher gebrauchter Computer sehen konnte, wie sie in meinen Videos zu sehen sind. Zum Beispiel der XPS-Laptop, der mal 1000 Euro gekostet hat und nach 11 Jahren für 100 Euro verkauft worden ist. Allerdings sind 100 Euro auf dem Gebrauchtmarkt eine magische Grenze. Man findet viel Schrott für dieses Geld und ab diesem Betrag verliert die Technik ihren Wert nicht mehr regelmäßig, sondern nach den individuellen Gesetzen der jeweiligen Verkäufer. Während der eine für einen i5-Laptop der ersten Generation nur noch 30 Euro will, verlangt ein anderer für einen Dual-Core noch 100 Euro. Auch die allgemeine Marktlage um Corona herum hat die Preise in den letzten Jahren etwas in Schieflage gebracht. Ich habe mir zum Beispiel vor Corona einen Mini-PC für 30 Euro gekauft, der heute von vielen Anbietern wieder für 90 Euro oder sogar mehr verkauft wird. Eine unverhältnismäßige Preissteigerung ohne erkennbaren Grund. Der globale Chipmangel greift als Erklärung ja nicht primär für schon produzierte Technik. Eine weitere Ausnahme sind besondere Marken. So verlieren Apple-Computer ihren subjektiven Wert nicht so schnell wie andere Markencomputer. Hier bezahlt man sozusagen einen Marken- und Designaufschlag auf dem Gebrauchtmarkt. Also ist ein MacBook trotz gleicher Spezifikationen im Vergleich zum Beispiel zu einem Lenovo-Notebook einfach teurer. Aber da war der Anschaffungspreis ja auch schon höher, also funktioniert die Formel anscheinend doch. Insgesamt ergibt sich folgende Formel für die Wertberechnung der Technik. Man nehme den Kaufpreis und subtrahiere jährlich ca. 100 Euro. Dein Gaming-PC vom letzten Jahr ist heute statt seiner 1600 nur noch 1500 wert. Der Laptop, der vor 3 Jahren noch 900 Euro gekostet hat, wird heute eher für 600 den Besitzer wechseln. Ist das Gerät insgesamt nur noch 100 Euro wert oder weniger, kann man den Preis frei bestimmen und hat entweder Glück oder Pech beim Verkaufen, genauso wie beim Kaufen. So weit, so gut. Aber was macht man nun mit diesen Informationen? Eine direkte Schlussfolgerung gibt es eigentlich nicht. Es ist einfach nur eine Information, die deutlich macht, wie die Technik ihren Wert verliert. Aber indirekt lassen sich vielleicht einige sinnvolle Ideen ableiten. Erstens, wenn man nicht unbedingt die neueste Technik braucht, kann man auch gebrauchte Technik vom letzten Jahr kaufen. Die ist dann günstiger zu haben. Wer da unsicher ist, findet ja genug Videos, die einem helfen beim Kauf gebrauchter Computer. Oben habe ich eins von mir verlinkt. Zweitens. Man sollte sich keine Laptops oder Computer für unter 300 Euro kaufen, weil diese innerhalb von 2 bis 3 Jahren praktisch ihren ganzen Wert verloren haben. Dementsprechend sind sie oft technisch schon beim Kauf als Wegwerfware designt. Drittens. Es lohnt sich schon beim Kauf etwas Hochwertiges oder etwas mit gutem Design zu kaufen, weil hier Potenzial ist, irgendwann mal Sammlerstück zu werden oder seinen Wert weniger schnell zu verlieren. Viertens. Der Verkauf von einzelnen Komponenten bringt meistens mehr Ertrag als der Verkauf von vollständigen Systemen. Die Einzelteile haben ihren Wert nicht so drastisch verloren wie das Gesamtpaket.
Daher sollte man, wenn es einem ums Geld geht und man die Zeit hat, alles auseinanderbauen und einzeln verkaufen. Wie siehst du das? Passt meine Formel zu deinen Erfahrungen? Bist du mit den Schlussfolgerungen einverstanden oder würdest du andere Konsequenzen ziehen? Schreib einen Kommentar. Wenn du das Video erhellend findest, lass auch ein Like und ein Abo hier. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.